Ich lese mal kurz schnell durch. Ich hatte heute Morgen noch zwei Joghurt im Minikühlschrank und jetzt sind sie weg. Ich habe Hunger und bin genervt. Also, wer hat sie genommen? Das interessiert mich nicht. Ich bin ziemlich enttäuscht, dass du solche Anschuldigungen gegen dein Team äußerst. Dein Vorwurf ist unfair aus der Luft gegriffen. Ehrlich gesagt, eine Beleidigung. Sean, du hast nächste Woche Aufräumdienst. Alter, die streiten sich um einen Joghurt. What the fuck? Damit sage ich wieder ein fröhliches Herzlich Willkommen zurück zu Assassin's Creed. Und er hatte gerade so einen kleinen Drehwurm. Aber ich probiere ihn jetzt hier mal zu fixen. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Ich habe ja auch direkt eine Kiste gefunden. Die sollen wir erstmal plündern. Gut. Was können wir freischalten? Eine Bank. Das mache ich natürlich direkt. Wir müssen ja aus den ganzen einzelnen Geschäften profitieren. Wir sehen ja schon links, auf wie viel das Einkommen steigt immer. So, hast du Geld für mich? Sauber. So muss das sein. Okay. Was machen wir heute, ist die Frage. Oh, Annie muss verlassen. Okay, dann machen wir das mal. Warum auch immer. Allgemeine Investitionen in Rom. Ja, das mache ich ja schon. Und hier wieder der Drehwurm. Yeah. Jesus. Gut, was haben die mir zu berichten? Willkommen zurück, Desmond. Ja. Und warum sollte ich jetzt... Oh. Er blinkt. Vielleicht muss ich hier hin. Oh, ich habe Nachrichten, glaube ich, bekommen. Erstmal in YouTube gucken. So, Rebecca Crane, MP3 Player. Hi Leute, ich kann meinen MP3 Player nicht finden, den kleinen schwarzen. Sagt Bescheid, wenn ihr ihn seht. Ohne Musik kann ich nicht gut schlafen. Alles klar. Zugang, achte darauf, im Verteiler zu bleiben. Aha. Ja, deswegen sollte ich jetzt zurück, oder wie? Kann ich bei denen jetzt auch rein? Oh, geil. Hammer nice. Ich hab's gehört, Desmond, aber wir können nicht viel tun, bis wir unser Ziel erreicht haben. Ich weiß, es ist schrecklich und ich hasse es, aber es muss sein. Ich lese mal kurz schnell durch. Ich hatte heute Morgen noch zwei Joghurts im Minikühlschrank und jetzt sind sie weg. Ich habe Hunger und bin genervt. Also, wer hat sie genommen? Das interessiert mich nicht. Ich bin ziemlich enttäuscht, dass du solche Anschuldigungen gegen dein Team äußerst. Dein Vorwurf ist unfair aus der Luft gegriffen und ehrlich gesagt eine Beleidigung. Sean, du hast nächste Woche Aufräumdienst. Alter, die streiten sich um einen Joghurt. What the fuck? Rebecca ist ein Templer. Wahnsinn. Gefunden. Geil. Das sind ja geile Nachrichten. So, was haben die hier noch zu berichten? Oh, ich komme nicht mit dem Joghurt an. Ich hatte heute Morgen noch zwei Joghurts. Ja, das hatten wir doch gerade schon. Schon hat beide gegessen. Ich weiß es. Weil er mich gefragt hat, ob ich einen haben will. Danke, Rebecca. Danke, Becca. Sean, du hast nächste Woche Aufräumdienst. Hi Leute, mein MP3. Ah, das habe ich doch schon gelesen mit dem MP3-Player. Jetzt lesen wir von der lieben Lucy mal ihre Nachrichten. Und was hat sie hier? Hey Lucy, Desmond hat gestern im Schlaf ziemlich laut gebrüllt. Es wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast. Aber ich dachte, ich sag mal Bescheid. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Schon hat beide gegessen. Rebecca ist ein Templer, vielleicht auch Mongo. Ja, das war's mit dem MP3-Player. Toll, deswegen musste ich jetzt aus dem Animus, um die Nachrichten hier zu lesen. Labern wir nochmal mit Sean hier. Na, wie waren die Bin mir jetzt Joghurts? sicher? Ich mache mir mehr Sorgen um die anderen Teams. Wenn Abstergo über Informationen zu den Tempeln stolpert, das wäre eine Katastrophe. Die einzigen, die von diesen Tempeln wissen, sind hier in diesem Raum. Ja, jetzt? Aber wer weiß, vielleicht hören die uns ab und du hast gerade alles verraten. Du hast damit angefangen. Du bist paranoid, Desmond. Ah. Gute Antwort. Du bist gefräßig hier mit deinen Joghurts, ey. Du weißt, wie gerne ich über sowas rede, Desmond, aber ich habe zu tun. Ja, löffel deinen Joghurt weiter. So, Lucy, wie geht's so? Hallo? Ich hab doch gedrückt. Wir haben zu tun. Hallo? Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir zählen auf dich. Ach, jetzt willst du auch noch Äpfel von mir haben? Ja, also ihr habt's heute mit eurem Essen, ne?
Na, Rebecca oder Becca? Deine Vorfahren hatten so interessante Leben. Ich war einmal drin. War ganz schön lahm. Ja, was warst du? Eine alte Jungfer vielleicht? Nimmer, ein preußischer Söldner. Stundenlang Kanonen abfeuern. Ätzend. Ja, Kanonen sind Kinderkram. Haha, ja. Ja, es hat sich jetzt richtig gelohnt hier, Animus, ne? Ja, dann gehen wir mal wieder rein. Ja, immer auf mich. Er hat mir auf Facebook geschrieben, dass er wieder ein bisschen kämpfen will. Deswegen gehe ich jetzt auch wieder rein. Boah, guck mal, wie er hier läuft, ey. Jesus, Mongo. Wie so ein Affe. Haben Sie einen Borgia-Kurier? Ja, das mache ich hiermit. Wie es aussieht. So, da sind wir wieder. Ja, was machen wir jetzt? Gehen wir erstmal hier auf die Karte. Ah, sollen wir mal virtuelles Training machen? Heimliches Attentat. Oh, das klingt doch mal gut. Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Training. Habe ich mal Bock drauf. Virtuelles Training, versteckte Klinge. 8 Ziele nur mit der versteckten Klinge eliminieren, ohne bemerkt zu werden. Oha. Wo sind die denn? Ich hoffe, die bleiben auch stehen. Lol. Sich verarschen? Ja, sicher. Okay, ich glaube, ich werde jetzt schon verkacken. Sieht mich doch eh gleich. Oh. Yeah, Attentat. Ich weiß nicht mal, wie man schleicht oder ob man schleichen kann. Habe ich irgendwie gerade voll vergessen. Und er stirbt als nächstes. Ich weiß nicht mehr, wie man schleicht. Oder kann man hier überhaupt schleichen? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, der guckt zu mir runter. Ich weiß, wie ich den am besten hole. Ich ziehe den am besten hier. Uiuiui. Oh, scheiße, er sieht mich doch direkt hier. Ich gehe mal ein bisschen rechts hier. Wie soll ich den denn bekommen? Sieht mich doch instead. Ich habe eine Idee. Und zwar gehen wir hier mal ein bisschen runter. Boah, beste Idee hier. Oh, jetzt gehe ich rechts, links. Boah, guckt euch das an, wie ich das mache. Scheiß auf die Zeit. Ich will es jetzt so üben hier. Ich habe es hier noch nie gemacht. Ist der nächste dead? Oha. Nein, was machst du denn, du Bauer? Nächster tot. Oh, schaffe ich das? Nice. Ist er tot? Tschüss. Ah, ich weiß nicht, wo die hingucken. Okay. Geh hier drauf, Ezio. Wir gehen am besten mal hier so rüber. Aber ich will mich auch mal ein bisschen beeilen jetzt hier. Ich will jetzt hier nicht zu lange dran sitzen. Ich hab sogar einen Countdown jetzt. Oh, anschleichen wie ein Ninja. Tschüss. Und jetzt kommt der letzte.
Mit dem Epic-Sprung. Bäm. Was habe ich? Bronze oder gar keine? Hoi. Geil. 3 Minuten. Ah. Egal. Ja. Gut. Ich würde sagen, das mache ich mal ab und zu mal. 1:40 alle. Oha. Naja. Ich fand's ganz okay. Sind Sie sicher, dass Sie... Ja, ich will's verlassen. Ja, hat ein bisschen Bock gemacht. Kann ich ab und zu mal machen. Gut. Komm, jetzt lade hier mal schneller. Er wird unruhig, der Assassine. Oder soll ich das Schwert rausholen? Ah, zu spät. Was mache ich denn? Karte. So, wo gehen wir denn mal hin? Wie zoome ich? Also zoome ich rein. Das wollte ich jetzt nicht aktivieren. Wir machen mal eine Mission. So, müssen wir hier lang. So. Bevor ich hier nur immer rumgammel. Ich höre hier ein Pferd. Oder? Ist hier ein Pferd? I need a horse. Da ist ein Pferd. Weg hier. Was meint's hier? Oh, wollte er mich schubsen oder hat mein Pferd die geschubst? So. Das geht schon wesentlich schneller. What the fuck? Ruf ich den her? Alter. So. Oi, oi. Wo lauf ich her? Alter, wie ich mich hier einfach nicht auskenne. Hier geht's runter. Boah, diese Wege sind ja kacke. Ah, hier geht's weiter. Ich muss hier irgendwie rüber. Oh, das Wasser. Ah, hier. Also irgendwie laufe ich hier voll falsch. Wo laufe ich denn her? Ah, ich bin voll vorbeigelatscht. Super. Ach, weißt du was, das Pferd kann mich mal. Das braucht zu lange. Bin ich so schneller. Ja, wenn die Alte dazwischen ist. Affenschädel, hat sie gesagt. Oh, wie nett. So, Marathon. Marathon. So. Ach komm. Rennen, ich muss glaube ich hier hin zu diesem Haus. Ja. Interagieren. Willkommen in der Rosa in Fiore, Fremder. Sal, wärt ihr so freundlich, die Dame des Hauses zu holen? Madonna Solare ist nicht da. Wisst ihr denn, wo sie ist? Ich... Aiuto, aiuto, Madonna Solare! Lucia, wir dachten, du hättest uns verlassen. Die Männer brachten uns auf ein Schiff. Mich ließen sie gehen, aber... Wer brachte euch auf ein Schiff? Sklavenhändler, Misere, bei der Isola Tiberina. Sie verlangen ein Lösegeld im Austausch. Ich hole sie zurück. Oh, Ezio der Held. Natürlich helfen wir denen. Diese Schweine, wie können sie es wagen? Wie können die es wagen? Da hole ich sogar meine Lanze raus. Natürlich mein Schwert, das ich hier gerade habe. Das denkt der natürlich wieder. Komm, lauf schneller, Ezio. Knecht. Ah, wo ist denn das Schiff? Bin ich hier schon wieder falsch, oder wie? Ich glaube, ich musste gerade rüber. Oh. Meine Güte, ich laufe auch immer falsch rum. Ja, komm, geht mich auf die Eier. Ist nicht der hellste, was? So, langer Sprint hier. Komm, laufe schneller. Die Mädels sind in Gefahr. Darf ich hier nicht auf so Bettler achten? Aber was machst du, Ezio? Hab ich gesagt, du solltest da hingehen? So.
Boah, wie weit sind die denn? Eieiei. Ich glaube, ein Pferd wäre, glaube ich, schneller gewesen. Oh, hier lang. Eieiei. Ach, Etze, du bist so ein Lappen. Was machst du hier? Alter. Geht mir manchmal, geht er mir auf die Eier. Boah, was sind das hier für Gänge? So, jetzt kann ich wieder sprinten. Ja, hier ist ein Borgia-Turm, noch besser. Ah, hier sind die Sklavenhändler. Die werden jetzt sterben. Toll, auch noch im Borgia-Gebiet. Seid ihr wegen der Hure hier? Hure? Ich habe euer Geld. Lasst sie gehen. Nein! Wendet euch an Cesare! Du hast eine Frau getötet. Du Hund, du hast mich ins Wasser gehauen. Oh, du Hund, was soll denn das? Hau mich doch nicht ins Wasser, du Wichser. Alter, ich gebe dir gleich so einen Babo-Schlag, ey. So, ihr Wichser. Ihr werdet alle sterben, ey. Ihr kleinen Hurenkinder. Willst du fliehen? Ach, das ist ein Borgia. Das gibt es nicht. Oh. Arme. Kann ich sie mitnehmen? Es tut mir leid. Requiescat in pace, sagt der Maezio. Diese Schweine. Ist sie nur ein Schatz oder so? Nein. Die Arme. Tut mir leid. Kurtisane. Dafür werde ich ihn plündern. So, jetzt geht's wieder zurück. Ach was, Goldbarren hatte der? Na komm, dann raube ich gleich alle aus. Das sind ja Diebe. Diebe haben immer viel dabei. Seht ihr jetzt gleich? Elfenbein, das kann man alles gut verkaufen mit Geld. Okay, ein bisschen plündern, dann gehe ich weiter. Ah, hier haben wir noch einen. Boah, diese Diebe, ey. Wie dreist, die waren, schubst mich auch noch ins Wasser. Unglaublich. So. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ah, warte, da ist so ein Pferd. Komm her, Romo. Hey. Du Kackpferd. So. Jetzt gehen wir wieder zurück. Wie der in die Wand gegangen ist. Ja, das ist jetzt... Finde ich schade, dass die jetzt gestorben ist. Aber ich konnte es nicht verhindern. Boah, diese Gassen hier, die sind so scheiße. Komm mal vor wie in so einem Slum. Bei den Slums hier. Boah, laufe ich überhaupt richtig? Eieiei. Boah. Ja, sicher. Sackgasse, war irgendwie schon klar. So. Oh, ist hier keine Hauptstraße, meine Güte. Immer nur so scheiß Gassen. Da ist die Brücke. LOL! Ey, das Pferd ist epic. So, jetzt, da geht's aber auch. Schneller voran. Geh will schnell über die Brücke. So. So geht das. Na, es tut mir jetzt leid, diese
schreckliche Nachricht zu verkünden. Wie gesagt, ich konnte nichts dran ändern. Ich die Leute umhaue. Bäm. Hier kann ich hoch. Lieber auf der Hauptstraße laufen. Na, was heißt die Hauptstraße? Komm, spring runter, Epic Pferd. Oh, das Pferd ist so dumm. So. Dö, weg hier, Alte. Hä? The fuck? Muss ich hier hoch oder wie? Hä, warum muss ich denn jetzt hier hochklettern? Oh, ich bin zu hoch. Verdammt. Irgendwo hier muss ich durch. Ah, hier. Ah, guck mal, wer da ist. Mutter? Schwester? Ezio. Sir Machiavelli sagte, du wärst vielleicht hier. Was macht ihr hier in Rom? Wurde Florenz angegriffen? Nein. Oder eher, ich weiß es nicht. Wir waren nicht in Firenze. Warum? Ezio, wir wollen helfen. Ich wollte euch helfen, als ich euch nach Florenz schickte. Wo ist Madonna Solari? Sie ist tot. Merda. Was nun? Müssen wir jetzt schließen? Ihr schließt nicht. Ich brauche euch. Messere, wenn niemand die Geschäfte führt, sind wir am Ende. Ich tu's. Du gehörst hier nicht her, Claudia. Ich weiß, wie man ein Geschäft führt. Onkel Marius führte ich Jahre. Dies ist anders. Welche Alternative hast du, Ezio? Wenn du es machst, Claudia, bist du ganz allein. Ich war die letzten 20 Jahre allein. Bene. Ich plane, das Bordell herzurichten. Hier sieht's ja schlimm aus. Und ich will, dass die Dirnen Caterina Sforza finden. Du kannst auf uns zählen. Alles klar. Mit dem Architekten sprechen, um die Rosa in Fiore mit den 2500 Franken von den Sklavenländern zu renovieren. Okay. Uah. Epic Jump wieder. Oh, guck mal. Was soll das hier? Ach, die Borgia sind ja auch noch da. Guck mal, was das für Lappen sind. Guckt euch die Lappen jetzt mal an. Oh, Hilfe, Mama. Oh, was machst du jetzt hier noch? Willst du weiterkämpfen? Oh, guck mal. Die Witze sind gut von ihm. Was für Lappen. Okay. Gut. Weg hier. So, jetzt besprechen wir noch mit ihm hier was. Komm, hallo, sprechen. Ja, klar. Boah, wie schön das Gebäude jetzt wird. Jetzt sieht's geil aus. Gut gearbeitet, Kollege. Willkommen in der Rosa in Fiore. Wie du siehst, ist es das beliebteste Bordell in ganz Roma. Mein Geld ist gut angelegt. Hier ist eine Liste der Künste meiner Mädchen. Oi, schöne Handschrift. Du, nicht bei? Du kannst es besser? Nessun problema. Ezio, die Borgia machen es Claudias Dirnen schwer. Es gibt vieles, was du tun könntest, um ihnen zu helfen. Ich werde es mir merken. Sonst noch was? No. Ezio. Habt ihr Caterina gefunden? Wir arbeiten daran. Ben, besuch mich auf der Isola Tiberina, wenn du etwas erfährst. So, die Mission haben wir geschafft. Perfekt. Und wie immer bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.